Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Erik Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Webseite mit der Google Search Konsole verbinden könnt. Ja, wie ihr wisst, es gibt bei Google zwei große Dienste, die man eigentlich verwenden sollte. Einerseits ist es Google Analytics und andererseits ist es auch die sogenannte Search Konsole. Also wenn man das Ganze anschaut, dann ist das Ganze unter search.google.com aufrufbar und da kann man nämlich wirklich ein weiterer Dienst mit der Webseite verknüpfen. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Google Analytics und Google Search Konsole? Na, kurz gesagt, wenn ihr Google Analytics installiert habt, dann wisst ihr, was auf eurer Webseite gerade passiert. Wo befindet sich ein User? Was gibt er ein bei eurer Webseite im Suchfeld? Und so weiter und so fort. Also ihr seht, was läuft auf eurer Webseite. Jetzt möchtet ihr aber wissen, ja, was läuft eigentlich bei Google? Und für das ist die sogenannte Google Search Konsole. Denn dort erfahrt ihr später dann, ja, mit welchem Keyword hat ein Kunde, ein User bei Google gesucht, um eure Webseite zu finden. Also ihr wisst dann genau, mit welchem Keyword werdet ihr wirklich gut gerankt und welche nicht. Welche Seite werden öfters gesucht, welche werden weniger gesucht, also welche werden mehr angezeigt, welche werden mehr geklickt und so weiter und so fort. Also das sind dann zwei verschiedene Informationen, die sehr wichtig sind, zum Beispiel für die Suchmaschinenoptimierung. Denn ihr möchtet ja wissen, wo muss ich Zeit investieren, auf welche Unterseite muss ich mehr Zeit investieren als auf der anderen, damit ich nämlich ein gutes Suchergebnis erhalte. Also, wie gesagt, ihr geht hier hin in die Google Search Konsole. Ihr macht euch natürlich ein Google Konto, ist ja natürlich klar. Ihr habt ja hoffentlich schon Google Analytics installiert. Mit dem gleichen Konto könnt ihr dann auf Jetzt starten gehen und dann können wir reingehen. Und sobald ihr drin seid, dann müsst ihr hier oben, ihr werdet vermutlich alles hier leer sehen, ohne Information, einfach hier ein Dropdown-Menü, klickt hier drauf und hier unten seht ihr dann zu unterst Property hinzufügen und da klickt ihr drauf. Und jetzt habt ihr also hier zwei Möglichkeiten, einerseits mit URL-Prefix oder einerseits mit Domain und da steht neu. Und neu ist immer gut und das werden wir natürlich jetzt auch verwenden. Dann geht ihr hin und sucht eure Webseite aus. Ich habe ja hier diese Fedi-Scanner, den ich noch verknüpfen möchte. Den gebe ich hier ein, natürlich ohne das ganze HTTP und www. Das steht ja alles hier. URLs in allen Subdomain, also ist die ganze Domain, also da wird www gesucht, da wird Web gesucht und so weiter und so fort, wird hier alles schön miteinander zusammengefasst, nicht so wie früher, wo man das einzeln hat einbauen müssen. Dann werden natürlich auch HTTP und HTTPS zusammengefügt und so weiter und so fort, was sehr gut ist. Und dann, wenn ihr zufrieden seid mit eurer Domain, wenn ihr es richtig gemacht habt, dann klickt ihr hier auf Weiter und jetzt heißt es hier so Property bestätigen. Das müssen wir jetzt natürlich auch machen. Jetzt haben wir hier zu oberst die Möglichkeit, den Eintragstyp auszuwählen und wenn ihr hier auf Dropdown klickt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder das Textfile oder auch den C-Name zu wählen. Und ihr seht jetzt, hier wird schön gesagt, was ihr machen müsst. Also wenn ihr das Ganze mit dem CNAME, also mit dem DNS-Eintrag ändern möchtet, dann müsst ihr unter dem CNAME-Label diese Daten eintragen. Ich mache eigentlich das Ganze meistens über das Textfile, ist einfach das Einfachste. Ja, wie man hier sehen kann, ich bin jetzt kurz bei meinem Registrar reingegangen, bei meinem Hoster. Ich nehme jetzt hier den Texteintrag ein, gebe einfach diese Abkürzung, die ich hier bei der Search-Konsole bekommen habe, gebe ich hier einfach unter Text ein und dann füge ich das hinzu. Ja, und egal, was ihr gemacht habt, sobald ihr alles eingebaut habt, dann könnt ihr hier auf Bestätigen klicken. Denkt daran, auch hier braucht es eine gewisse Zeit, bis Google hier alle Daten zusammengesammelt hat und euch anzeigen kann. Das dauert so wirklich locker 48 Stunden oder länger. Ich empfehle euch, schaut mal so nach 3-4 Tagen hier rein, ob ihr alles korrekt gemacht habt. Aber jetzt haben wir natürlich noch nicht alles
fertig, sondern jetzt müssen wir Google Search Console noch kurz mit Google Analytics 4 verknüpfen. Das ist ebenfalls ganz einfach und eigentlich nur noch ein Klick, den man machen muss. Ja, jetzt müsst ihr natürlich noch Google Analytics öffnen. Ihr müsst natürlich das richtige Property öffnen, das richtige Konto. Das habe ich hier drin. Und jetzt muss ich hier unter Verwaltung reingehen und jetzt diese zwei Datensätze oder diesen Datenströme, wie man sagt, verknüpfen. Und das ist ganz einfach, indem ich hier runter scroll. Dann seht ihr hier nämlich die Google Search Console Verknüpfung. Da könnt ihr draufklicken. Und jetzt muss ich hier natürlich noch eine Verknüpfung erstellen. Also klicke ich hier auf Verknüpfen und dann auf Konto auswählen. Und jetzt seht ihr eine Liste mit vielen verschiedenen Möglichkeiten und irgendwo sollte die Domain auch drin sein. Hier, ich wähle sie aus und klicke auf Bestätigen. Jetzt ist das Ganze hier eingetragen. Jetzt kann ich hier auf White klicken. Datenstream kann ich auswählen. Ist natürlich alles. Klicke ich auf Weiter. Da muss ich auf Prüfen klicken, Senden und jetzt seht ihr, die Verknüpfung ist erstellt und jetzt habt ihr nachher auch im Google Analytics die Daten von der Search Console. Also ihr könnt entweder direkt in die Search Console gehen oder ihr findet auch gewisse Informationen bei Google Analytics. Ja, wie gesagt, ich empfehle euch, installiert beides, Google Analytics und die Google Analytics Search Console, denn so hat man wirklich eine schöne Übersicht, was läuft bei Google, was läuft in der Suchmaschine. Ja, wenn du noch eine Frage dazu hast, dann stell sie mir unten in die Kommentare, gebt meinem Video einen Daumen hoch, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, ciao.